Karim Benzema und Marco Asensio haben den lange strauchelnden Titelverteidiger Real Madrid mit Glück auf Viertelfinalkurs gebracht. Gegen die bravourös aufspielende junge Mannschaft von Ajax Amsterdam kamen die Königlichen mit Glück zu einem 2:1, 0:0. Das Team um 2014er Weltmeister Toni Kroos kann am 5. März 21 Uhr im heimischen Estadio Santiago Bernabéu mit einem Sieg den 9. Viertelfinaleinzug in Serie klarmachen. Service, Spielplan der Champions League: Sie haben uns früh unter Druck gesetzt, aber wir haben unser Spiel geändert und ihre Linie gebrochen. Wir waren eine Gruppe und wir nehmen zwei Tore mit nach Hause. Man muss wissen, wie man ein Spiel liest, und das ist es, was wir gemacht haben, sagte Realverteidiger Sergio Ramos. Joker Asensio sticht kurz vor Schluss. Benzema, 60. vollendete einen Konter der Gäste zur Führung für Real. Hakim Ziyech, 75. gelang für die vor allem in der ersten Hälfte starke Elf von Trainer Erik ten Hag der zwischenzeitliche Ausgleich. Joker Asensio, 87. konterte jedoch in der Schlussphase. Service, das Spiel zum Nachlesen im Ticker, jetzt Fanartikel von internationalen Top-Teams kaufen, hier geht es zum Shop. Anzeige: In der Gruppenphase hatte der niederländische Rekordmeister in den direkten Duellen den deutschen Rekordmeister Bayern München 1:1, 3:3 geärgert und sich als Zweiter hinter den Münchnern erstmals seit der Saison 2005/06 für das Achtelfinale qualifiziert. Die junge Ajax-Elf begann in der Johan Cruyff Arena druckvoll und beschäftigte Real zunächst ausschließlich mit Defensivaufgaben. Vor dem Tor spielten die in der ersten Hälfte hoch überlegenen Gastgeber jedoch oft zu kompliziert oder blieben im Abschluss zu ungenau. Mit dem Sport1-Messenger keine News mehr verpassen, hier anmelden. Anzeige: Nach einem Fehlpass von Kapitän Sergio Ramos, für den ist das 600. Pflichtspiel für Real war, schoss Nusser Mazraoui, 9. aus aussichtsreicher Position knapp links am Tor vorbei. Dusan Tadic, 26. scheiterte im Fallen aus rund 13 Metern am Pfosten. Videobeweis verhindert Ajax-Führung. Madrids Torwart Thibaut Courtois rettete gegen den freistehenden Hakim Ziyech, 36. zunächst stark, ehe er kurz darauf bei einer Ecke unsicher war und Glück hatte, dass der Treffer von Nicolas Tagliafico, 37. von Schiedsrichter Damir Skomina, Slowenien, nach Videobeweis wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen wurde. DRZN gratis testen und das Champions League Topspiel Schalke, Manchester City mit Experte Per Mertesacker live. Wenig später vergab Amsterdam durch David Nerr, 52. die nächste hochkarätige Gelegenheit. Wenig später traf Benzema, 60. für die Königlichen. Punkt. Ziyech vollendete für Ajax schließlich doch noch eine der zahlreichen Chancen, es reichte jedoch nicht zum Unentschieden, weil Asensio spät zuschlug.